Noch ein älteres Ding hier. Nö. Ausdauer, Belebung der Gefallenen. Sucht den Göttern mehr Zeit. Nö. Versengendes Siegel. Das klingt immer gut. Alegina sieht ein bisschen angeschlagen aus. I'd be glad to. Aber ja, hier ist der Steak hier. Und da unten ist die Leiche von dem Jäger. Aber ja, bevor ich das mache. Halt, Freund oder Feind, der Mensch in blutgetränkter Rüstung richtet seine Klinge auf dich. Seine verwundeten und erschöpften Kameraden nehmen hinter ihm Kampfhandlung an. Blut rinnt von einer Wunde an seiner Schläfe, seinen Hals hinab und befleckt ein Amulett an einer Goldkette. Du bist keine Glafantanerin. Er umschließt den Griff seines Schwertes noch fester. Beim mageren Freund oder Feind, sage ich. Beruhig dich, ich bin ein Freund. Der Mann hält sein Schwert weiter auf dich gerichtet, blickt seine Gefährten von der Seite an und nickt. Die Soldaten senken ihre Waffe. Bei einer Flamme, die Heldin von Trutzbucht, ein seltener und willkommener Anblick. Freunde so weit von zu Hause entfernt, er lässt seinen Arm durch das Gewicht seines Schwertes sinken. Er blickt seinen Söldnertrupp mit besorgten Augen an. Sieh uns an, wir verstecken uns in den Felsen und halten unsere Eingeweide, damit sie nicht herausfallen. Er deutet nach Süden, die Reißzähne, sie haben uns bluten lassen und nun stecken wir in der Falle. Gwynev schickt mich. Was ist geschehen? Einfallsreiches Mädchen. Der Hauptmann lacht kurz auf, ehe er wieder eine ernst die Stirn runzelt. Wir dachten, die Glafantane hätten sie getötet, ehe sie uns angriffen. Ich bin froh, dass sie noch lebt. Doppelt froh, dass sie Hilfe schickt. Er legt sein Schwert noch immer mit Blut verkrustet über die Schultern. Der Stamm hat uns aus dem Hinterhalt angegriffen, als wir unser Lager aufschlugen. Der Kampf war ein einseitiges Gemetzel. Esma starrt auf seine Füße, als er seine Gedanken zu Ende führt. Während des Kampfes stolperte jemand durch das Lagerfeuer. Das war unser Glück. Der Gestank von verbranntem Fleisch und der beißende Rauch haben für Verwirrung gesorgt und einigen von uns gelang der Rückzug. Wir sind zu diesen Ruinen gerannt, um uns zu sammeln, aber nun sind wir hier gefangen. Die Gesichtsbemannten stehen südlich von hier und haben uns in die Enge gedrängt. Sie wollen uns vermutlich aushungern lassen, während sie sich ausruhen und Verstärkung rufen, ehe sie uns erneut angreifen. Seine linke Hand spielt gedankenverloren mit einem Amulett herum, das er um den Hals trägt. Es scheint, als würden wir unser letztes Gefecht kämpfen, murmelt er, während er das goldene Schmuckstück fest umschließt. Zumindest hast du dein Amulett nicht im Kampf verloren. Auf das Positive konzentrieren, fragt er lachend, als er das Amulett zwischen seinen schwächen Fingern spielen lässt. Das ist für meinen Sohn, wenn er alt genug ist, dass man ihm solche Dinge anvertrauen kann. Er ist wenige Monate alt, keine Hohlgeburt, Hela sei Dank. Haben meiner Geliebten gesagt, dem Kind würde es an nichts mangeln. Er blickt ihm mit einem verlegenen Lächeln in die Augen. Hätte ihr wohl auch versprechen sollen, dass ich mein Leben nicht bei der Schatzsuche in Erglantfahrt wegwerfe. Hoffen wir, dass der Junge seine Klugheit von der Familie seiner Mutter erbt. Ich habe die Reißzähne überzeugt, euch gehen zu lassen, doch du musst zur Strafe für euer Eindringen auf dich nehmen und als Gefangener bleiben. Esma blinzelt und hebt überrascht die Augenbrauen. Nun, wenn es jemandem gelingen kann, dann wohl dir, aber... Die Falten um seine Augen herum vertiefen sich, als er die Stirn runzelt. Er blickt auf sein Amulett und dann wieder auf dich, Gefangener. Wenn es der einzige Weg ist, meine Männer zu retten, dann erdulde ich es. Aber wessen Gefangener? Ich habe einen Platz in meiner Festung, um dich als Gefangenen aufzunehmen. Man wird dich gut behandeln. Du hältst mich als Gefangener und das stellt sie zufrieden? Er macht einen halben Schritt zurück und muss sich vor ihm besonnen. So sei es, ich bin mehr als bereit, als Geisel gehalten zu werden, wenn wir dadurch alle wieder sicher nach Hause kommen. Gewiss wirst du mich als echten Gefangenen halten müssen, um die Vereinbarung zu ehren, doch das verstehe ich. Bei Wetten besser als der Gefangene der Reißzähne zu sein.
Glaubt man wenigstens seinem Trupp zu. Seine Soldaten blicken bleich vor Furcht zurück. Esma atmet tief durch, hebt dann die Faust in die Luft. Neue Befehle, jetzt zählt euch zurück. Die Expedition ist beendet. Schaut euch eure Ausrüstung und macht euch sofort auf den Weg zurück nach Trutzbucht. Die Söldner tauschen Blicke aus und warten darauf, dass der Erste dem Befehl gehorcht. Seid ihr taub, ich sage es euch kein zweites Mal. Zeit zu gehen, sofort. Esmas dröhnende Stimme weckt die Soldaten aus ihrem Zaudern. Wunden werden ein letztes Mal verbunden. Ausrüstung wird gesichert und nach wenigen Minuten brechen die Männer auf. Sie nicken ihrem Anführer zu, als sie an ihm vorbeimarschieren. Es ist meine Pflicht, für die Heimkehr meiner Männer zu sorgen. Wenn ich dafür Gefangenschaft erdulden muss, dann sei es so. So, die Quest ist aber noch nicht abgeschlossen. Jetzt, wo der Pfad frei ist, kann Esma gehen und Esma sagen, dass seine Männer ungefähr aus dem Wald fliehen können. So, steht sie immer noch hier an den Büschen. Naja, wenn ich jetzt gucke. I'm here. Sie die Quinn wirft die Hand halb in den Wellen ihrer widerspenstigen Haare vergraben, blickt dich ungläubig an, als du dich näherst. Du hast es geschafft, ihr Grübchen umrahmt ein strahlendes Lächeln. Sie seufzt erleichtert und deutet mit den Fingern auf dich. Wir werden deinen Namen im ganzen Geschenk erklingen lassen. Jeder wird wissen, was du für uns getan hast, das verspreche ich dir. Ich weiß, dass eben Esma dein Gefangener sein muss, wenn wir die Vereinbarung einhalten. Eine seltsame Vereinbarung, aber sie rettet die Expedition. Sie zuckt mit den Schultern und Lächeln verschlagen. Außerdem ist dein Verlies gewiss sehr viel angenehmer als das, was die Reißzähne mit ihren Gefangenen tun. Sie kratzt sich ihr gespaltenes Kinn mit ihrer freien Hand und mustert dich. Aber du verdienst mehr als nur Lob. Münzen, Waffen, sie reibt sich ihre Finger aneinander. Oder wenn du mit materiellen Dingen nichts anfangen kannst, teile ich gern mein Können mit dir. Ich möchte von dir lernen. Zinne nickt enthusiastisch. Ich habe gehofft, dass du das sagst. Sie nimmt die Handschuhe ab und steckt sie in ihre Gesäßtasche. Wenn man so viel Zeit wie ich in den Ruinen verbringt, lernt man zuerst zuzuschlagen und ohne Vorwarnung. Sie hält ihren Panzerbrecher mit der Klinge parallel zum Boden vor sich hin. Effiziente Bewegung ist der Schlüssel zum Erfolg. Thalisa hat Verliesläufe erhalten. Sie zeigt ihre Fußarbeitsübungen, die sich auf leise Schritte und bedächtiges Atmen konzentrieren. Wenn du schlagbereit bist, so lege dein ganzes Gewicht in den letzten Schritt, schreit sie zur Bekräftigung, während sie einen schnellen, stillen Ausfallschritt demonstriert. Als du ihrem Beispiel folgst, nickt sie zufrieden. Ich glaube, du hast verstanden. Es ehrt mich, dir etwas Neues beigebracht zu haben. Sie macht einen kleinen Knicks und wendet sich ab. Esma sieht zu Quinef im dicken Gebüsch, sieht zu, wie Quinef im dicken Gebüsch verschwindet. Er wendet sich dir zu. Ich bin bereit, glaube ich. Er nimmt das Medaillon aus seiner Hand und hängt es sich um den Hals. Zumindest verlassen einige meiner Männer ihr Glanzpfad lebendig. Den Stämmen ausgeliefert. Ja. Alof reiste aus dem Henkerskloster zur Kronenbucht, um den zahlreichen Berichten über Vampire nachzugehen. Bei jedem einzelnen Fall stellte Alof fest, dass neben den Grabstätten komplexe Apparaturen aus Glaskupfer und Adrak vergraben waren. Die charakteristische Konstruktion der Geräte führte zu einem valianischen Zwerg, der in Silona und Anzense wegen seiner unerfreulichen Praktiken verbannt worden war. Bei seiner Gefangennahme gab der Zwerg an, er habe nicht Vampire erschaffen, sondern Leben wiederherstellen wollen. Die Vampire entstanden, weil es dem Zwerg nicht gelungen war, ein grundlegendes Problem seiner Maschinen zu löschen. Wahrscheinlich zu lösen. Die unglaubliche Frequenz der Aktivität des Zwergs lag nicht etwa daran, dass er Mitverschwörer hatte, sondern an seinem ausschweifenden Konsum von Drogen, die ihn tagelang wach hielten und vor Energie übersprudeln ließen. Oh. Erinnerung an die Wärme und Le des Lebens. Ausdauer und Ausdauer. Geld, durchschnittlicher Gegenstand. Als er aufgespürt wurde, widersetzte der Zwerg sich nicht, sondern ließ sich widerstandslos verhaften. Als Alof ihn verließ, wartete er gerade darauf,
dass ihm in Telena der Prozess gemacht wird. Mhm. Hauptmann Esmer fand sich plötzlich von Glafantanern umzingelt, nachdem er in ihr Gebiet eingedrungen war. Diese erklärten bereit, ihn gehen zu lassen, wenn ich ihn als Gefangenen halte. Mhm. Und hat das irgendwelche... Nö, hat keine Sachen hier gebracht. Hat aber die Quest abgeschlossen. Ich bin mit der Kunde über das Schicksal der Kamaren zu Zinwin zurückgekehrt. Esmer soll zwar als Gefangener zurückbleiben, doch durch seinen Opfer stellt er sicher, dass der Rest der Expedition nach Hause zurückkehren darf. Ja, wenn ein bisschen Schwamm über die Sache gewachsen ist, kann ich ihn auch einfach freilassen. Yes. Der Inhalt dieses Lederrucksacks, der wie ein nasser Fels glänzt, wurde dem Fluss hinabgespült. Ah ja, der Waldlaurer. Oder die Waldlaurer und Regenfäulnisse und alles Mögliche. Und stimmt ja, die waren immun. Kana, wir brauchen mal ein bisschen Unterstützung hier. Achso, nicht auf den, der ist verbündet. Ja, mein kleines Hauptproblem mit Palegina, sie nimmt einfach zu viel Damage. Fernkampf bringt irgendwie nicht viel gegen die. Also hauen wir mal mit. So. Das war wieder mal ein netter Kampf gegen viel zu viel Fäulnis. I'd be glad to. Aber ja, bevor ich mit dem Wasserfall rede. Dieser Stiefel ist so halb im Schlamm des Flussufers begraben, als ob er von Fluss aufwärts angeschwemmt worden wäre. Ja, das ist der Stiefel von dem Jäger da oben. Unfair ist, die Bären können eigentlich nichts mehr. Eine Adragan.
Also ja, die Nordlandschaft werde ich in dieser Aufnahmesession wahrscheinlich noch fertig kriegen. Und vielleicht noch zum Hylela-Tempel weiterreisen. Eyes open. Noch eine Art Dragan. Can't get a good shot. That's an Ichima. Shadow.